Hallo meine Pokémon-Freunde und wir sind hier wieder zu Pokémon Smaragd. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass wir... Oh, hallo Yume. Ich muss dir was erzählen. Mein Onkel hat mir ein Pokémon gegeben. Nun kann ich mit dir reden, wann immer ich möchte. Yume. Oh, wow. Und jetzt ist er weg. Okay. Und jetzt hat Heiko mich auch in seinem Pokénar verzeichnet. Ich möchte erstmal die Umgebung erkunden, bevor ich in die Arena gehe. Einfach aus dem Grund, weil ich diese Erfahrungspunkte sammeln möchte, die ich hier im Kampf mit Trainern gewinnen werde. Und diese Erfahrungspunkte werden mir, denke ich mal, den Arena-Kampf um einiges erleichtern. Ich wollte mal sagen, wir gehen zuerst zur Pension, weil ich habe mir... Ich rede erstmal mit dem Mann. Ich habe mir überlegt, dass ich da vielleicht mein kleines Frost erstmal abgebe, damit es hier ein wenig trainiert wird. Weil ich brauche dann das Pelipper wegen Surfer und Fliegen und das geht schön nebenbei und ja. Ich bin der Pensionsleiter. Ich kümmere mich um die wertvollen Pokémon der Trainer. Wenn ich eines der Pokémon aufziehen soll, sprich mit meiner Frau. Habe ich mich gerade verlesen? Egal, ich gehe zur Frau. PC sogar. Okay. Ich bin die Pensionsleiterin. Wir ziehen Pokémon für dich auf. Sollen wir eins für dich aufziehen? Ja, bitte. Welche sollen wir denn aufziehen? Na, Frosty. Lieb. Fein, dann nehmen wir dann Frost für eine Weile in Pflege. Schau später nach ihm. Wir können zwei... Nein, ich möchte, dass sie nur auf Frosty aufpassen. So. Okay, ich glaube, ich werde in dieser Folge die Kämpfe rausschneiden, weil, keine Ahnung, also wenn viele Kämpfe werden, werde ich sie rausschneiden. Wenn es nicht so viele sind, dann werde ich es drin lassen. Na, mal sehen. Also, hier ist schon mal einer. Ich werde mich mit meiner Super-Senior-Partnerin verbünden und siegen. Okay. Das können wir nicht auf sich beruhen lassen. Wir werden wieder gegeneinander antreten. Okay. So schnell kann es gehen. Wie geht's hier weiter? Ah, okay. Du? Wolltest du gegen meine Pokémon kämpfen? Ich werde mein Trainingspensum verdoppeln. Wir sollten bald wieder kämpfen. Mensch, dass sie alle meine Nummer haben wollen hier. So. Ich bin mitten in einem Triathlon, aber lass uns trotzdem kämpfen. Pokémon müssen stark sein. Ich möchte, dass du mich trainierst. Oh, da wäre auch meine Nummer. Okay. Ich trainiere mit meinem Pokémon und bin mit meinen Fähigkeiten echt zufrieden. Du scheinst ein sehr gutes Training zu haben. Ich würde gerne... Die wäre auch meine Nummer. Konzentration auf dem Sieg, so kämpfe ich. Oh, jetzt rase ich gleich in die nächste rein. Okay, gegen die will ich auch noch kämpfen. Ich werde dir die verborgenen Kräfte der Psycho-Pokémon zeigen. Okay. Okay. Die will nicht meine Nummer. Was ist das für eine? Ah, das ist ein Item. Yay! Ah, oh, toll. Was gibt es eigentlich für Pokémon? Gute Frage. Na, wieder Mirabla. Ich mag es, du Pflanzen mit Pokémon. Lass mal wieder einen Schluck Cappuccino trinken. Hm. Wird langsam kalt, wenn ich so weitermache. So. Oh. Und schon geht's weiter. Ein Zweig-Käfer-Sammler. Heute bin ich ein Käfer-Freak. Aber meine Liebe zu Pokémon hat sich nicht verändert. Na toll. Okay.
Was meinst du? Sind diese Blumen nicht wunderhübsch? Ich habe sie alle selber gepflanzt. Okay. Item. Jumi hat super beigefunden. So. Ja, ich habe mal, also mich hat ein Zuschauer gefragt, der total empört war. Woher wusstest du, dass da ein Item versteckt ist? Man sieht das einfach. Ich meine, das hier, das schreit förmlich nach Item. Also hier ist entweder eins oder hier oder hier oder da ist irgendwo auf jeden Fall eins versteckt. Sag ich doch. Das sieht man einfach. Man sieht es nicht immer. Manchmal sind sie wirklich gut versteckt. Aber hier in dem Fall, das ist mehr als eindeutig. Yumi hat Schutz gefunden, sage ich doch. Man sieht es einfach. Das ist einfach Intuition. Oh, die habe ich jetzt nicht gesehen. Hey, lass mich überprüfen, ob du deine Pokémon auch richtig aufgezogen hast. Oh, Yumi, yeah. Ich freue mich, einen so hervorragenden Trainer wie dich getroffen zu haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und die bekommt auch meine Nummer. Das ist aber schön. So. Jetzt sind wir in Wiesenflur. Okay. Das ist mal ins Pokécenter. Willkommen im Pokémon Center. Wir haben deine Pokémon, machen sie wieder topfit. Komm jetzt wieder vorbei. So, hier war. Wie ist der Flur? Okay. Ups. Ich wollte mit dem Mädchen reden. Mein Papa hat mir das erzählt. Er sagt, der Tunnel sei voller scheuer Pokémon. Sie haben Angst vor lauten Geräuschen und machen einen Aufruhr. Daher muss das Tunnelprojekt gestoppt werden. Aber es gibt da einen Mann, der versucht, den Tunnel alleine zu graben. Durch den Tunnel alleine zu graben. Okay. Das sieht so lieblich aus hier. Weit von hier. In was? Prachtpolis City findest du die Pokémon-Liga. Die Trainer dort sind alle geradezu furchterregend talentiert. In der Pokémon-Liga musst du die Top 4 hintereinander besiegen. Das sagten die Regeln. Wenn du gegen einen der dieser Trainer verlierst, musst du die Herausforderung von vorn beginnen. Der Wind steht immer so günstig, dass die Asche vom Vulkan nie hierher geweht wird. Die Luft ist sauber und klar. Hier zu leben hilft auch den schwachen und kränklichen Menschen. Okay. Oh. Zeig mir doch mal deinen Pokémon. Ich prüfe, wie sehr sie dich mal mögen. Wie auch immer. Es mag dich. Es möchte von mir verwöhnt werden. Welches möchte von mir verwöhnt werden? Na, Swoodle, du Sau. Zeig mir doch mal deinen Pokémon. Ich prüfe, wie sehr es dich mag. Oh, dein Pokémon. Es scheint sehr glücklich zu sein. Es mag dich wirklich sehr. Oh, kleiner Luffy, ich weiß doch, dass du mich sehr magst. Was sagst du zu Iris? Zeig mir doch mal dein Pokémon. Also, es mag dich. Oh, Iris möchte auch verwöhnt werden. What the fuck? Heikes Haus. Hallo, Heike. Ah. Oh, Yumi, du findest Heiko nebenan. Aber es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Diese natürliche Umgebung hat Wunder gewirkt. Heikos Gesundheit, hat er, glaube ich, gesagt. Und nicht nur die natürliche Umgebung. Ich denke, auch die Freundschaft zu dem Pokémon hat ihm geholfen. Okay. Hallo, Heiko. Ach, trink doch mal kurz einen Schluck. Es waren ein paar Stücke mehr. Ich habe gegen dich verloren, Yumi. Aber das betrübt mich nicht. Ich habe ein neues Ziel in meinem Leben. Zusammen mit meinem Trassler mache ich mich auf, die Arena herauszufordern und ein großer Trainer zu werden. Behalte mich ruhig im Auge, Yumi. Bald bin ich stärker als du. Und dann werde ich dich zu einem neuen Kampf herausfordern. Okay. Tschüssi, Heike. Mit der ich irgendwie nicht rede, weil die vermutlich eh nichts Wichtiges zu sagen hat. Okay. Aber kleines Dörflein hier. Moment.
Ach nee, Iris ist schon an der Spitze, das ist okay. Wie nennt man einen ungestümen Mann hoch im Gebirge? Ein Bergfreund. So, warum nennt man dann nicht auch ein Pokémon in den Bergen ein Berg-Pokémon? Ja, das frage ich mich auch. Kleinstein. Konfusion. Wenn wir von zwei. Irgendwas wollte ich noch erzählen, aber ich hab's gerade vergessen. Nee, ich will es nicht mehr. Tut mir leid. Außer, dass ich Züge mag. Ich weiß gerade gar nicht, wie weit ich überhaupt hier komme. Denn, soweit ich weiß, muss ich erst so drüber beherrschen, um das hier in die Abkürzung hier zu schaffen. Ja, mach hallo. Toll. Also, die Trainer hier sind auch nicht sonderlich stark. Maschumai ist voll cool, aber da muss man. Ich finde das so total dämlich, dass man vor allen Entwicklung das Pokémon tauschen muss. Ich meine mal ernsthaft. Was hat das bitte mit der Entwicklung zu tun? Sie haben ihre Energie verloren. Ja. Da ist scheinbar sehr viel Energie. Guck mal. Oh, schade. Ach, das sind die beiden. Auf der anderen Seite des Felsens wartet mein Freund. Er ergräbt den Tunnel nicht nur, um mich zu sehen. Er reißt sich die Hände auf zum Wohle aller. Oh. Ich sehe schon, ich werde die Folge sehr viel rausschneiden. Die ganzen Pokémon-Kämpfe. Das wird eine sehr schneidvolle Folge. Oh, wo sind wir denn jetzt? Okay, da müssen wir bestimmt kämpfen. Nee. Ich habe meine Brille fallen lassen. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Okay. Das ist bestimmt da oben das Item, oder? Das sieht schon so verdächtig aus. Nee, doch nicht. Nicht. Nichts. Ah. Bestimmt seine Brille. Na cool. Ich habe meine Brille fallen lassen. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Deine Brille. Darf ich sie kurz ausprobieren? Es ist ein Schattenglas. Was habe ich nicht gesucht? Vielleicht ist meine Brille gar nicht hier zu finden. Du hast sie auf deiner Nase. Okay, das war's scheinbar auch von hier erstmal. Okay. Also hier ist soweit erstmal nichts Wichtiges zu finden, glaube ich. Okay, gucken wir mal. Ich kann schon irgendwo Frosty sehen. Zickzack, Skeleon, Azure. Pikachu, nö, schade. Ist Frosty schon stärker geworden? Ach, du bist es schön, dich zu sehen. Ein Pokémon kann es einfach nur gut gehen. Wow. Du bist ein Schild, ein Pokémon kann es einfach nur gut gehen. Ich möchte Frosty noch nicht mitnehmen. So, ich frage mich, was hier ist. Ich glaube, hier ging es nicht sehr viel weiter. Mal probieren. Der Duft von Blumen hat eine magische Kraft. Er reinigt Körper und Geist. Ach du Scheiße. Los, los, los. Pokémon. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. Okay. Ein paar Pokémon-Kämpfe will ich, denke ich mal, schon kämpfen. Ich will... Oh mein Gott, sie haben doppelt so viele Pokémon wie ich. Das wird spannend. Ich will nicht alle Pokémon-Kämpfe rausschneiden, weil eigentlich sind ja die Pokémon-Kämpfe das, was Pokémon ausmacht. Nur weil es halt eben jetzt auf der Route so viel waren, wollte ich euch das nicht alles so in einer geballten Ladung zumuten.
So ab und zu schneide ich was raus und manchmal zeige ich es einfach. Ich weiß, das wirkt inkonsequent, aber es ist meiner Meinung nach einfach die beste Lösung. Hat der eine jetzt wirklich noch Pflanzen-Pokémon? Oh Mann. Wird besiegt. Oh, der Arme. Oh, Stolunia. Oh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. So, ich glaube, ich mache das so und so. Wobei, nee, da ist auch... Da? Ach, egal. Ja, weil er ist ja nicht nur Stahl. Naja, egal. Man sieht schon, ich bin ein totaler Pokémon-Noob, aber ich krieg's trotzdem irgendwie hin. Na, okay, Absorber, das kriege ich noch hin. Das ist noch okay. Ich würde mal sagen, Konfusion kriegt das ab und das kriegt Glut ab. Bin ich dann durch? Nee, ich glaube, die hat noch eins. Die Aromatante da. Ja, der hat noch eins. Roselia war ja irgendwie klar. Was denn sonst? Roselia ist sogar aus der Generation hier, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube ja, Roselia ist aus der hier. Ist nicht aus der zweiten. Ja, und das war's. Es ging einfach. Oh, in Level 25 sind sie jetzt beide. Meine Güte, scheinbar habe ich verloren. Los, ihr Pokémon. Geht es euch gut? Pokémon 1, 2 und 3. Der hat totalen Schaden. Schnief, die ist sogar hoch. Dies ist ein Pokénav. Wir müssen uns gegenseitig eintragen. Okay. Rosemarie oder Rosemarie oder wie auch immer. Ja, es muss Spoolie wieder an die Spitze. Auch wenn gerade kein Schiff in der Nähe ist, kannst du mit deinem Pokémon das Server kennen, das Meer überqueren. Auf Pokémon kann man sich immer verlassen. Okay. Da will ich bestimmt kämpfen. Meine Melodie wird deine Seele erschüttern. Okay. Sobald ich eine schöne Melodie komponiert habe, musst du sie hören. Tja, das war's. Warte mal. Ich wusste es doch. Es ist wieder mein sechster Sinn. Hier oder da. Ja, ich wusste es doch. Ja, das war's. Bestimmt ein Carpador-Typi, der noch Carpadors hat. Vielleicht auch mal ein Tentara oder ein Krabi. Oh, ein Tentara. Los, Swool. Das war's schon. Oh, okay. Dann will man einmal einen Kampf zeigen und dann ist er so kurz. Schnüffler. Das geht mir ran, ihren Fluchtwert zu erhöhen. Nein. Yay! So. So, das war jetzt die Folge. Wir haben jetzt den Osten und den Westen der Stadt erkundet. Und in der nächsten Folge gehen wir in den Norden. Und wenn wir den durch haben, dann versuchen wir uns wirklich in der Arena. Ich denke, unsere Pokémon dürften das packen. Also, ich gehe jetzt mal ins Pokémon Center, bevor ich es vergesse. Die Folge wird, denke ich, auch viel zu schneiden sein, weil ich auch viele Pokémon und einige der Kämpfer ausschneiden will. Aber das kriege ich schon hin. Ich gebe mir ja Mühe. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Kommen wir jetzt wieder vorbei. So, und dann sage ich mal ciao, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Pokémon Smaragd.